And Blumber is to me. And Blumber is the place to be. And Blumber is the place to be. Und weiter geht's mit Quantum Break. Und zwar Akt 5 dürfte das jetzt sein. Jawohl, ich werde für dich zurückkommen. Nochmal, die ganze Stadt hat sich in ein Katastrophengebiet verwandelt. Behörden und Hilfskräfte von Monarch haben ihre Anstrengungen verdoppelt. Und alle arbeiten an ihrer Belastungsgrenze. Gleichzeitig Ereignungsmeldungen aus der ganzen Welt. Ohne Synchronität. Die Stadt war ein einziges Chaos. Das Ende der Zeit naht. Und sie dachten, sie könnten es aufhalten. Die Lösung war im Monarch-Gebäude. Die Gegenmaßnahme. Der CFR, wie Monarch ihn nannte. Der Schlüssel zum Rettungsbootprotokoll. Monarchs Überlebensplan. Aber der schien sie nicht zu interessieren. Ich hatte den besseren Plan. Ist klar. Na gut. Okay. Ich denke mal, ich muss ja nicht da lang. Du schaffst das. Ein Kronos. Wie komme ich denn da durch? Anscheinend gar nicht. So. Immer noch nicht die Tür auf. Warum das denn nicht? Ach so, jetzt kann ich aber die Tür aufmachen. Jack, ich hoffe, du kannst mich hören. Fiona? Bist du das? Ja. Ich wusste nicht, ob ich es hinbekomme. Verzug. An den CFR ist schwer ranzukommen, aber man hat von Serenes Büro Zugang dazu. Ein Freund von mir hat die CFR-Kammer aufgeschlossen, aber alles andere ist noch immer verriegelt. Ich glaube aber, ich kann dir dabei helfen. Und zwar so. Na also. Ich glaube, das kannst du wirklich. Serene ist nicht mehr im Gebäude. Vielleicht musst du überhaupt nicht auf ihn treffen. Ah, da. Bingo. Wie viele habe ich denn jetzt? Dürften nicht viele sein, ne? 2. Scheiße. Ich hätte gern mehr. Willkommen in der internationalen Zentrale von Monarch Solutions. Dieses hochmoderne Gebäude ist für seine einzigartige Architektur und seinen ikonischen Platz in der Skyline von Riverport weltberühmt. Interessiert keinen. Das Gebäude vereint einen noch nie dagewesenen Grad an Automatisierung mit einem Design, das sowohl Komfort als auch Sicherheit bietet und verfügt dazu über einen neutralen CO2-Fußabdruck. Das Gebäude bietet tausenden Monarch-Mitarbeitern einen sicheren und umweltfreundlichen Arbeitsplatz.
Monarch Solutions. Wir denken nur an die Zukunft. Oh. Das Gebäude ist abgerissen. Das arme Schwein hat keine Ahnung von dem Zugunglück. Ich hoffe, er kriegt keinen Herzinfarkt, wenn die Zeit wieder weiterläuft. Gott. Okay. Pauls Büro. Was ist hier los? Ich dachte, ich würde auf organisierten Widerstand treffen. Monarch hat einen Gang höher geschaltet. Da gibt es dieses Überlebensprogramm und entweder man ist dabei oder man ist unwichtig. Deshalb versuchen alle verzweifelt dabei zu sein und Serene verhält sich merkwürdig. Keiner weiß, was los ist. Alle warten gerade nur auf Sender. Aber das wirst du nicht zulassen, oder? Natürlich nicht. Dafür sind wir doch da. Ich kam der Gegenmaßnahme näher. Paul hatte die ganze Zeit den Schlüssel, um den Riss zu schließen, aber er verstand es nicht. Da gab es nichts zu verstehen. Er war der Ansicht, dass der Riss nicht geschlossen werden konnte. Deshalb hat er die Gegenmaßnahme eingesetzt, den CFR, um das Rettungsboot zu erschaffen. Da haben sie Bautz gemacht. Ist das? Das sah nicht so nice aus, was da drüben gerade passiert ist. Diese Männer starben im Kampf gegen etwas außerhalb der Zeit. Und das ist der Grund für unser Waffenprogramm. Serene wusste, dass sie kommen würden. Mit Waffen ließ sich nichts ausrichten. Hallo? Überlassen Sie das mir. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das okay ist. Könnten wir nicht einfach bei jemandem nachfragen? Muss ich etwa Ihre Adresse raussuchen? Nein, natürlich nicht. Ich werde es tun. Sorgen Sie dafür. Sieht für mich wieder nach Hedge aus, der eine. Fiona, kannst du diese Tür für mich öffnen? Ich denke schon. Entschuldige, das ist nicht ganz mein Fachgebiet. Ich kenne einen Typen, der könnte das im Schlaf machen. Immerhin. So, da sind Gegner. Ah, scheiße. Ich hasse diese Riesendinger. Dann sind es auch noch zwei. Oh, und die sind was schneller. Erstmal in Deckung gehen. So. Wäre der erste schon mal erledigt. Ja.
Nein, nicht jetzt nachladen. Ach Mann, du Trottel. Trottelkopf hier. Immer im falschen Moment nachladen, das kann er. Na endlich. Gott sei Dank, ich muss zur Gegenmaßnahme. Meine Munition war auch alle. Da ist doch irgendwo ein Rucksack gewesen, naja. Ich würde gern für meine Großkaliber, da würde ich gerne mal Munition für kriegen. Scheint er mir mal nicht geben zu wollen. Monarchs PR-Maschine lief auf Hochtouren. Die Öffentlichkeit glaubte, sie würden das tun, wozu die Polizei nicht in der Lage war. Sie würden sie vor einer terroristischen Bedrohung schützen, vor... Ihnen. Fiona, ich versuche zum Skywalk zu kommen. Skywalk, Skywalk. Du bist jetzt in der Marketingabteilung, das sollte... Ja, okay, ich denke, ich hab's. Hey, Jack, sei vorsichtig. Irgendwas sehr Seltsames geht in diesem Gebäude vor sich. Ach, echt? Monarch war in Bedrängnis. Pauls Imperium fiel um mich herum zusammen. Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Paul schon. Das war es, worauf er sich all die Jahre vorbereitet hatte. Sonderlich gewissenhaft war er jedoch nicht. Das sieht sehr, sehr gruselig aus. Ach du Scheiße. So, ich brauche noch einen. Was war das? Wie viele Zeitmaschinen gibt's denn? Aus der Universität gebracht. Das ist Pauls Maschine. Muss wohl im Dachgeschoss sein. Das müssten ja jetzt schon 3 Zeitmaschinen sein. Mann, Mann, Mann. Moment, da war irgendwo ein Handlungs... Da kann ich also nicht hin. Ich hatte nämlich noch ein Handlungsobjekt irgendwo gesehen. Wer war das denn? Tja, das wüsste ich auch gern. Der Zug. An das gesamte Personal. Halten Sie sich von den unteren Ebenen fern. Es besteht eine mögliche Bedrohung. Halten Sie sich von den unteren Ebenen fern. Warum komme ich denn... Wie es scheint, ist ein Zug ins Gebäude gerast. Die Situation ist unter Kontrolle. Das gesamte Personal sollte in den sicheren Bereichen bleiben.
Es befinden sich Eindringlinge im Gebäude. Bleiben Sie in den gesicherten Bereichen. Warum komme ich an das Kronos nicht ran? Was soll das? Noch eine Tür, bei der ich Hilfe brauche. Du bist bei Serenes Büro. Gut. Nur einen Moment, die ist etwas schwierig. Serene hatte Zugang zu der CFR-Kammer. Und da steht ein ziemlich gefährlicher Typ Wache. Ich hab's. Sei vorsichtig, okay? Schon mitgekriegt, dass das alles hier nicht ganz so einfach ist. Aber er hatte genau das zurückgelassen, was ich brauchte. Oh, Moment. Wir haben eine Mission. Bereiten Sie den Heli vor. Wir sind in 15 Minuten bereit zum Abheben. Was benötigen Sie? Taktische Vollausstattung. Und wir werden ein Technikteam für die Demontage brauchen. Ich werde Sie unterwegs einweisen. Verstanden. Ich wünsche eine gute Jagd, Sir. Eine gute Jagd? Das hört sich nicht nett an. Gar nicht nett. Leck mich. Keine Spielchen mehr. Ich will, was mir gehört. Ja, natürlich. Der CFR. Wenn du nur verstehen würdest, wie viel von ihm abhängt, würdest du ihn hier lassen. Aber ich weiß, es ist dir egal. Das stimmt. So ist es. Und du kannst mich nicht aufhalten. Ja. Ja, alles wird so kommen, wie es kommen muss. Wir sehen uns bald wieder, Jack. Ich tanze nicht mehr nach deiner Pfeife, du verrückter Bastard. Die Gegenmaßnahme war Pauls Preis. Alles, was er erschaffen hatte, basierte auf Wills Erfindung. Sein Plan beruhte auf ihr. Klar habe ich mich darauf gefreut, sie ihm wegzunehmen. Aha, jetzt kommen wir wahrscheinlich noch an den Kronos, ne? Moment. Paul hat Monarch lange Zeit im Geheimen geleitet. Das hat wahrscheinlich bei dieser ganzen Realitätsverlustsache nicht geholfen. Oh, das war eine unsichtbare Chronoquelle. So, 4 Punkte haben wir. Zeitstopper könnten wir nochmal machen. Oder Zeitschild. Dann eher den Zeitschild. Weil wenn ich mitgekriegt habe... erholt man sich dann auch noch von Treffern. So. Das ist natürlich dann sinnvoller, weil ich ja sowieso so ein Draufgänger bin und die ganze Zeit durch die Gegend renne und getroffen werde. Dann macht das wirklich mehr Sinn. 17 Jahre, die er zweimal durchlebt hat. Alles aus dem Gedächtnis aufgezeichnet. Er wusste, zu welchen Markttrends es kommen würde. Er verfügte über das Wissen, ein Vermögen zu machen. Und das tat er dann auch. Würde ich auch machen. Mich daran bereichern, dass ich weiß, was in der Zukunft passiert. Habe ich ja schon mal das Beispiel mit den Nokia-Aktien gebracht. Nur die musste man auch im richtigen Zeitpunkt verkaufen. Paul war ein sehr mächtiger Mann, der Kopf eines Imperiums. Aber hinter dem Schleier war er ein sterbender Mann. Es gab deutliche Anzeichen dafür. Ach, jetzt hab ich... Chance.
Nur einer? Hm. Es ist doch wohl klar, dass du dich nicht vom CFR fernhältst. Du siehst echt nicht stark genug dafür aus. Emily. Gott. Wie du willst. Selbstverständlich hat er eins von diesen verdammten Dingern. Tja, ist natürlich Pech. Sie hatten ein Kronon-Teilchen Vorrat angelegt, um das Rettungsboot mit Energie zu versorgen. Hoffentlich groß genug, um so lange zu halten, bis es eine Lösung gab. Als ich ihn sah, relativierte sich alles. Sie wurden alle in die Irre geführt und so manipuliert, dass sie glaubten, sich um sie würden tun, was richtig war. Er wusste, dass Will versuchen würde, sie wieder in seinen Besitz zu bringen. Deshalb wurde er umgebracht. Seine Wahl getroffen. Er wusste, dass ich es irgendwann auch versucht war, ein unnötiger Verlust. Er hatte offensichtlich recht. Wie so viele, viele andere. Ja, es kommt davon, wenn man so viele Handlungsobjekte hintereinander anklickt. Die Tür ist verschlossen. Die übersteigt meine Zugriffsrechte bei weitem. Aber damit Freud vorhin das Sicherheitssystem ausgeschaltet hat, sollte ich sie öffnen können. Ich weiß zwar nicht genau, wie der Plan aussieht, aber jetzt liegt alles an dir. Viel Glück. Es war so, als würde man einen Schrein betreten. Es gab eine heilige Reliquienkammer. Ich wusste keine Einzelheiten, aber jemand hatte danach aufgeräumt. Ein Mann namens Charlie Wincott. Ich glaube, er hatte sich entschieden, Widerstand zu leisten. Leider ist das nicht gut für ihn ausgegangen. Tja, das sieht man. Nun, es scheint, dass das diese Art von Arbeitsumgebung ist. Ich laufe erstmal einmal außen rum. Vielleicht finde ich noch irgendwas. Wegen Handlungskrams. Sieht nicht so aus. Okay. Tja, dann holen wir uns jetzt mal den CFR. Will hatte 11 Jahre gebraucht, um die Gegenmaßnahme zu bauen. Beth starb für sie. Und ich wusste, sie könnte den Riss reparieren. Dieses verfluchte Ding. Das Problem war, ich hatte keine Ahnung, wie man sie benutzt. Und der Einzige, der das wusste, war tot. Aber Monarch nahm sich seiner an, bevor das geschehen konnte. Die Universitätszeitmaschine. Der Kern ist hier. Monarch hatte seine eigene Zeitmaschine gebaut über der CFR-Kammer. Sie war mein Ziel. Sie glaubten noch immer, dass Sie Ihren Bruder retten konnten? Ja. Wo kämen wir denn hin, wenn wir unseren Glauben verlieren würden, oder? Wir müssen doch alle an etwas glauben. Oh, ein Fahrstuhl im Zeitpulsieren da, das ist nicht gut. Würde mir persönlich Paul Angst hatte machen. Er hatte den Kern der Zeitmaschine aus der Universität in seine Maschine eingebaut. Das war Teil seines kranken Verlangens nach Kontrolle. Aber dadurch erhielt ich eine letzte Chance, alles in Ordnung zu bringen. Ich konnte in die Vergangenheit reisen, vielleicht Will finden, bevor Paul ihn tötete. Und wenn ich Will die Gegenmaßnahme geben könnte, könnte ich vielleicht das Ruder noch herumreißen. Das sind mir eigentlich viel zu viele Vielleichts. Oh, Zeitdingen um. Da hinten ist ein Rucksack. Den brauchen wir wahrscheinlich auch. Gehe ich einfach mal von aus, weil hier sind auch Kronos-Container.
Der Kern war installiert, die Maschine bereit. Ich musste den Korridor in Position bringen. Spricht eigentlich dafür. Okay. So sollte es funktionieren. Korridor wird aktiviert. Phase 1 gestartet. Sämtliches Personal muss den operativen Ha, seht ihr, ich wusste. Geschehen, du langsame Computerfrau. Die Maschine war bereit. Ich musste nur das Datum eingeben. Ich hätte es nicht besser sagen können als er. Ohne Scheiß. Ich hätte es nicht besser sagen können. Der früheste Zeitpunkt, zu dem ich zurückkehren konnte, war die erste Aktivierung des Kerns in der Universität. Wenig Zeit, um ihren Bruder zu retten. Ich hatte keine Wahl. Ich hoffe, du hältst dein Werbeversprechen. So. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.